Herr Belluth, was halten Sie von der Aussage, zwischen Politik und Medien passt kein Blatt Papier? Naja, wir arbeiten schon viel zusammen. Ja. Das ist schon was dran. Blatt Papier nicht dazwischen, finde ich ein bisschen übertrieben. Ja. Wie eng sind Sie denn miteinander? Man lernt sich ja, ich war ja viele Jahre politischer Reporter, man lernt sich schon sehr gut kennen, aber eine richtige Freundschaft oder so ergeben sich da nicht. Nein. Warum nicht? Weil man ja über den anderen auch dann urteilen muss. Ich finde das besser, wenn es nicht so ist. Ich habe viele eher kennengelernt, nachdem ich nicht mehr Leiter der Innenpolitik im ZDF war. Sie haben oder machen ganz, ganz lange schon Fernsehen. Was hat sich für Sie im Vergleich zu vor 10 Jahren verändert? Ach, eigentlich gar nicht so viel. Der Satz, früher war es besser, den würde ich niemals sagen. Es hat sich im Tempo einiges verändert. Es kommt durchs Netz. Skandale sind viel schneller jetzt unterwegs. Ja. Oft schon bevor eine Sendung ausgestrahlt wurde, gibt es den Skandal. Und das ist irritierend und umso wichtiger ist journalistische Arbeit. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, die öffentlich-rechtliche Berichterstattung zu verändern, was würden Sie tun? Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder auf die Urtugenden zurückkehren. Mehr recherchieren, mehr recherchierte Dokus, mehr Stories machen und vor allem vermitteln. Ich glaube, das Publikum spürt eine große Unsicherheit in diesen riesen Veränderungen, die wir haben. Nehmen Sie nur den Euro. Und da müssen wir nachladen. Auch die Journalisten haben ja nicht jede Situation optimal bewältigt. Das muss man klar sagen. Wie sehr juckt Sie das, dass Sie das im Moment nicht machen können, dieses Recherchieren, dieses Arbeiten, dieses ganz nah dran sein an den Themen? In meinem jetzigen Beruf, naja, das werden Sie nie los. Wer einmal Reporter war, spürt das immer. Nur die Bedingungen zu schaffen, mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden, das macht auch Spaß. Und es ist ja dazu da, am Ende meiner Arbeit, dass wir mehr gutes Programm auf Sendung haben. Wie sehr leiden Sie darunter, dass das Spiel vom Wochenende nicht schon in Ihre Champions-League-Phase gefallen ist? Nee, das habe ich Sat.1 schon sehr gegönnt. Ja. Ich war im Stadion sehr gelitten unter dem Spiel, aber nicht, dass es bei Sat.1 lief. Es ist so, manchmal gehen Rechte dahin oder dorthin, mal verliert der eine, mal gewinnt der andere und umgekehrt. Das ist normal. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Abend.